So, ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie man aus einem Porträtfoto und einem Briefkasten diese Bildmontage herstellt. Dazu öffne ich als erstes das Porträtfoto mit GIMP, ziehe hier das Programmfenster noch ein bisschen auf und werde jetzt als erstes mit der magnetischen Schere den Kopf hier auswählen. Die magnetische Schere erkennt automatisch Kanten, darum kann ich hier recht grob den Konturen entlang fahren. Wenn Sie die Haare offen tragen, ist das wesentlich schwieriger. Und um die Auswahl abzuschließen, klicke ich am Schluss auf den ersten Punkt hier noch einmal und drücke dann die Enter-Taste und jetzt ist der Kopf ausgewählt. Jetzt werde ich die Auswahl invertieren, das heißt umkehren. Jetzt ist eigentlich alles rund um den Kopf herum ausgewählt und mit dem Pinsel und der Pinselspitze Wein, die ich hier noch ziemlich skaliere, das größer mache, werde ich jetzt den Hintergrund mit diesem Laub bemalen. Ich kann da auch über die Mütze malen, da passiert gar nichts, nur der aktive, der ausgewählte Hintergrund wird jetzt überpinselt. Das dauert immer eine Weile, ich werde das darum nicht so genau machen, nur ein bisschen grob. Ich kann gerne länger damit verbringen, hier das alles schön mit Laub auszumalen. So, das soll jetzt mal vorerst reichen. Ich beende jetzt die Auswahl hier, indem ich nichts auswählen, aktiviere und öffne. Zweite Bild, den Einwurf. Dieses Bild bringe ich so ein bisschen in Position, mache es noch ein bisschen größer, damit wir hier gut arbeiten können. Jetzt werden wir mit dem Zuschneiden-Werkzeug und einem festen Seitenverhältnis von 640 mal 480 den entsprechenden Bildbereich auswählen. So. Platzieren noch, das ist bestimmt, und mit einmal klicken auf eine der Ecken wird das Bild zugeschnitten. Ich kann jetzt die Lupe noch verwenden, das Vergrößerungswerkzeug, und mir das Bild ein bisschen größer anzeigen lassen, damit ich das hier gut sehe. Und wende jetzt einen Filter unter Dekoration altes Foto an, keine Kopie des Bildes machen, drücke auf OK und jetzt wird da im Hintergrund gerechnet, wie verrückt. Und schon, et voilà, haben wir ein altes Foto. Jetzt soll hier ja unser Kopf zu liegen kommen, darum müssen wir jetzt die Postkarte hier auswählen. Ich nehme da also das Lasso dieses Mal, ist ein anderes Auswahlwerkzeug. Klicke einmal, zweimal, dreimal und dann ein bisschen genauer hier, den Kanten entlang. Da gibt es nochmal eine Kante, die ich auswählen muss und die Rundung wieder mit mehr Punkten sehen. Genauer wird. Hier nochmal eine. Und der Daumen, der bereitet immer am meisten Arbeit, sollte viel, dass man da klicken muss. So. Und abschließende Auswahl, wieder auf den ersten Punkt klicken und automatisch wird jetzt der Bereich hier erkannt. Ich werde jetzt eine Transparenz, das heißt einen Alpha-Kanal hinzufügen. Wenn ich jetzt diesen Bereich hier die Auswahl lösche, mit Bearbeiten löschen, dann wird hier dieser Bereich durchsichtig, eben transparent. Hier soll unser Bild jetzt reinkommen, das heißt, wir werden zuerst noch schnell ausmessen, wie groß unser Porträtfoto sein muss, damit es hier ins Bild reinpasst. Darum nehme ich das Maßband und hier unten in der Statuszeile werden Sie dann gerade sehen, ich klicke da jetzt mal rein, ziehe da den Winkel auf, dass diese Karte etwa 800 Pixel breit ist und etwa 17 Grad hier die Neigung beträgt. Ich werde das Bild auch ein bisschen größer machen, damit sich alles reinpasst, so 900 Pixel. Und diese zwei Werte merken wir uns, 900 Pixel und 17 Grad. Ich gehe jetzt also zurück zum Porträtfoto, werde da das Bild jetzt skalieren auf diese 900 Pixel. Wähle diese Ebene aus, bearbeiten, kopieren, wechsle zurück zum Briefkasten und werde da jetzt das Kopierte einfügen.
Und Sie sehen, da erscheint jetzt unser Portrait. Ist im Moment noch als schwebende Auswahl da, muss das in eine Ebene verwandeln, indem ich da rechtsklicke, neue Ebene klicke. Und möchte jetzt natürlich nicht, dass das Portrait-Foto über dem Briefkasten liegt, sondern hinter dem Briefkasten. Darum ziehe ich das hier nach unten, hinter den Hintergrund. Und jetzt sehen wir, unser Kopf ist schon fast an der richtigen Position. Muss noch die Drehung allerdings einstellen zuerst. Das ist eben zum Drehenwerkzeug. Wähle das aus, klicke einmal drauf und kann jetzt hier diesen Winkel schön einstellen. 17 Grad rotieren. Muss nicht so genau sein. Und um die Lage noch einzustellen, gibt es dieses Verschieben-Werkzeug. Auch das aktiviere ich, packe mir da den Kopf und schiebe den so ein bisschen rum, bis mir das gefällt. So würde ich sagen, ist das mal relativ gut. Jetzt sind wir eitel und wir sehen, hier gibt es einen Leberfleck. Den wollen wir jetzt da ein bisschen retuschieren, damit er nicht so gut sieht. Ich zoome da also ziemlich rein, wähle dann das Klonen-Werkzeug. Ich nehme einen anderen Pinsel, ich nehme da gerne einen weichen Pinsel, damit die Kanten nicht so scharf werden. Und auch die Deckkraft setze ich nicht ganz auf 100%, dann werden die Kanten noch weniger scharf. So 50% bewährt sich da recht gut. Dass ich sicher bin, dass die richtige Ebene angewählt ist, klicke ich nochmal drauf. Und jetzt steht hier unten auch wieder in der Statuszeile, wie man jetzt die Quelle für das Klonen definiert. Man drückt also die Kontroll- oder Steuerungstaste und klickt da einmal ein bisschen neben dem Leberfleck auf die Haut und kann jetzt hier darüber malen. Verschwindet das recht schön, zack, zweimal und schon sieht man es eigentlich nicht mehr. Zoome jetzt wieder raus, damit wir wieder das ganze Bild sehen. Kann dann mal im Journal schnell die Schritte zurückgehen. Sie sehen, da kann ich diesen Leberfleck schön zu- und wegschalten, indem ich da die Arbeitsschritte zurückgehe. Uns gefällt es jetzt aber besser, wenn er draußen ist, darum lassen wir es so. Und als letztes schreiben wir da noch unseren Text hinein. Vielleicht etwa hier das Copyright-Zeichen einfügen. Schriftgröße habe ich da mit etwa 64, habe ich das ausprobiert, kommt das recht gut, platziere den Schriftzug noch, schließe das. Jetzt sehen wir den Schriftzug nicht, wieso das? Wir gehen schnell zu den Ebenen zurück und sehen, aha, der liegt ja hinter dem Hintergrund. Das heißt, wir ziehen den hier nach oben, damit der nach vorne zu liegen kommt, jetzt wird er sichtbar. Und indem wir die Deckkraft so etwa auf 33% verändern, wird das hier auch nicht mehr so hart, so ein bisschen als Wasserzeichen kommt es jetzt daher. Wir passen jetzt noch die Bildgröße an, auf 640, wie das vorgegeben ist. Die DPI können wir bei der X-Auflösung einstellen, zum Beispiel 300, skalieren da schön. Und zoomen es noch ein bisschen rein, sind jetzt eigentlich fertig. Ich speichere das jetzt in zwei Formaten ab, einmal im XCF. Ist das GIMP-eigene Format, damit könnte ich es später auch weiter bearbeiten und einmal als JPEG. Das verwenden zu können. 76 ist eine gute Qualität, das reicht voll und ganz. Ich schließe jetzt alle Fenster, die brauche ich alle nicht mehr. Und tatsächlich hier unten ist die fertige Bildmontage. Ich hoffe, es ist alles klar. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren. Auf Wiedersehen.